Er brannte für sie. Seit Hiltrud hatte er nicht mehr so wild, so ausschließlich, so im Wachen und im Schlafen für eine Frau gebrannt. Und Ingeborg war dafür geboren, dass Menschen für sie brannten, weil sie selbst brannte, mehr als jede andere Frau, die ihm begegnet war. Sie war keine Prinzessin, sondern eine Kaiserin, die über ein Imperium der Gedanken herrschte, über unermessliche Weiten, in denen man sich verlor und erst wiederfand, wenn man sich so verändert hatte, dass man sich nicht mehr erkannte. Ein Schneewittchen war sie, Lippen wie Blut, Haut wie Milch, Haar wie das Innere einer Feuersbrunst. Sie hatte in den vergifteten Apfel gebissen, aber dieses Schneewittchen schlief im Stehen, wie der Schimmel Atreus, schlief gar im Laufen und trug ihren gläsernen Sarg mit sich herum. Wenn sie einen ihrer Wutausbrüche hinlegte, denn ein Vulkan war sie zu alledem auch noch, fürchtete Michael, das schillernde Glas um sie werde in tausend Scherben springen. Sie lachte nicht, als er ihr das erzählte. Das gehörte zu den Dingen, die ihn an ihr faszinierten, dass sie etwas urkomisch finden und dabei ernst bleiben konnte. Oder laut herauslachen, weil sie das Komische im allzu Ernsten sah. Er brannte für sie und wusste doch nicht einmal mit Gewissheit, was er mit ihr wollte, welche Rolle er ihr in seinem Leben hatte einräumen können. Vorerst war er ja kaum sicher, welche Rolle er selbst darin spielen würde. Auf die Bühne würde er nicht noch einmal zurückkehren, jedenfalls nicht, um daraus das zu machen, was gemeinhin ein Beruf genannt wurde. Inzwischen kam es ihm vor, als hätte er sich zu der Schauspielausbildung nur entschlossen, um später für die Bühne zu schreiben. Wenn Inge Heinrichs oder Vera Hacken, die ihn beide in einer Art Wettstreit unter ihre Fittichen nahmen, ihn ihren Bekannten als Michael Ende, ein junger Theaterautor, vorstellten, klang das richtig. Hörte sich nach einem Kerl an, der er sein und nach einem Platz, an dem er sich zugehörig fühlen konnte. Die Leute nahmen es hin, nickten, bedachten ihn fortan mit Blicken, die ihm eine Art von Autorität zubilligten, und er selbst spürte dabei, dass ihm die Rolle passte. Wie ein Kleidungsstück, das er nicht irgendwo günstig aufgegabelt, sondern eigens für sich erworben hatte. Auch zu Ingeborg hatte Vera Hacken, die eng mit ihr befreundet war, in der Silvesternacht gesagt: Michael schreibt, fürs Theater vorwiegend. An euch dürften sich, um das neue Jahr zu begrüßen, zwei gesucht und gefunden haben. Er mochte Vera gern. Aus Odessa, der Stadt mit der himmelhohen Treppe, war sie quer durch Europa geflohen und gewandert. Eine Nomadin, die daran dachte, in die USA auszuwandern und doch wie unter Zwang immer wieder zurückkam. Er war stolz, dass einer so klugen, welterfahrenen Literatin als Referenz für sein Schriftstellertum sein Wort genügte. Doch zugleich fragte er sich, ob nicht der Tag kommen musste, an dem sie oder jemand anderer ihn entlarvte. Er war also Theaterschriftsteller. Nur hatte er noch kein erwähnenswertes Werk geschrieben, das ein Theater von ihm gekauft hätte. Sketche, Couplets, ein paar Balladen und Bänkelgesänge, nicht seltene Naturalien oder leeren Versprechungen bezahlt. Das war alles. Dass es da zudem ein Stück gab, eine fertiggestellte, aufführungsreife Komödie in 5 Akten, verschwieg er lieber und war dankbar, wenn die, die es wussten, ebenfalls schwiegen. Sein Vater hatte es ihm in mit Seidenpapier bespannten Karton gebunden, in changierende Kaskaden von Blau. Sie stritten noch immer. Jede Kritik, jeden Widerspruch Michaels schien der Vater als Anmaßung zu empfinden, die dem Sohn nicht zustand. Der blaue Einband bewies jedoch, die Verbindung zwischen ihm und dem Vater war nicht abgerissen.
Sie lebte fort, auch wenn es ihnen derzeit schwer fiel, die verstopfte Leitung zur Verständigung zu nutzen. Der Vater hat ihm auch geholfen, eine Liste der wichtigsten Kritiker, Dramaturgen und Theaterleiter zu erstellen, die zur Präsentation des neuen Stückes eingeladen werden sollten. Die meisten von ihnen waren im Haus der Endes schon zu Gast gewesen und vermutlich wohlgesinnt. Vom kläglichen Rest seiner Rendsburg-Gage kaufte Michael 3 Flaschen Cognac und seine Mutter buk Käsegebäck, das ihr zu dunkel geriet. Die Eingeladenen erschienen ohne Ausnahme, setzten sich in des Vaters Atelier auf die zusammengebockten Stühle und begannen bei gepflegter Unterhaltung Cognac zu trinken. Manch einer war höflich genug, dazu eine Käsestange zu zerkrümeln, doch das Gemurmel, Geknusper und Geklär verstummte, sobald Michael auftrat, sein blauseidenes Werk in den Händen. Vielleicht hätte er die Geduld seiner Gäste nicht überstrapazieren, nicht alle 11 Rollen sämtliche 5 Akte hindurch lesen sollen. Aber wie wählte man aus? Wie schnitt man aus einem an einem Guss geschriebenen Stück eine Scheibe, ohne Wirkung zu vergeuden, weil die Zuschauer nicht wussten, was dem armen Tölpel, der über seinen Schatten stolperte, gerade zuvor widerfahren war? Michael hob an und geriet in Schwung, las, vielleicht aus Furcht vor dem Urteil, das unweigerlich folgen musste, immer weiter und weiter und rang erst erschöpft nach Atem, als keine mit Text gefüllte Schreibmaschinenseite mehr übrig war. Die Schreibmaschine, bei der die Tasten für das C und das U klemmten, hatte die Mutter für ihn aufgetrieben und ihm nach Rendsburg geschickt. Kaum hatte er sie in seinem möblierten Zimmer auf dem Waschtisch aufgestellt, hatte er mit der Abfassung des Stückes begonnen. Es war kein schlechtes Stück, fand er. Die Idee war sogar regelrecht gut. Sultan hoch 2. Schon der Titel war nicht ohne Charme. Und sobald sich der Vorhang hob, erfolgte ein kleines Feuerwerk. Der Sultan Udachacha in Yaya lässt sich von einem mephistophelischen Puppenspieler 2 Doppelgänger anfertigen. Und weil die beiden so verblüffend gut gelingen und er selbst so genau gar nicht weiß, wer in der Pracht seiner äußeren Hülle eigentlich steckt, erkennt er sich am Ende aus dem Dreigestirn nicht mehr heraus. Ihre Würze erhielt die Geschichte durch üppiges Gepränge orientalischer Spielorte, geheimnisvolle Gestalten, die zwischen den Ständen des Bazars und auf den Gängen des Palastes umherhuschten, viel schwarzen, gewitzten Humor und eine drängende Botschaft. Wer ist der Mensch? Lautete die Frage, die das Stück stellte. Worauf beruht sein Status, seine Macht? Mit seinem Werk, so hatte er geglaubt, konnte er zufrieden sein. Keine Zutat fehlte und das Ganze war mit Werf aufbereitet. Mit einer Spur Vorfreude hatte er von den Seiten aufgeblickt, um sich den Reaktionen der Fachwelt zu stellen und hatte in ausdruckslose, gleichmütige Gesichter geblickt. Das Nichts, das ihm entgegenschlug, dauerte an, bis er sich mit verzweifelter Heftigkeit eine Reaktion wünschte. Wenn es denn sein sollte, auch vernichtende Kritik oder sogar Häme, nur nicht länger dieses Schweigen, als hätte es sein Stück nie gegeben. Es hatte sein Stück nie gegeben. Das Schweigen versickerte. Die Ersten nahmen ihre unterbrochenen Gespräche wieder auf, schenkten sich den Rest vom Cognac in die Gläser und griffen in Ermangelung anderer Speisen sogar nach den Käsestangen. Der blau gebundenen Komödie vom dreifachen Sultan gönnte niemand ein Wort. Sie war keine Erwähnung wert, weder an diesem Tag noch an einem folgenden.